Matthias Hartmann bleibt noch freundlicherweise bei uns und das ist eines der bestbesprochenen Alben der letzten Monate. Die Band heißt Kreisky. Zu uns kommt der Frontman und Sänger Franz Adrian Wenzel. Gibt es interessanterweise auch in Vinyl immer noch? Gibt es noch so viele Menschen, die Vinyl kaufen eigentlich, dass sich das lohnt, das aufzulegen? Oder? Es gibt immer mehr. Ja? Es wird ist ein großer Spleen der Jugend, dass die Menschen immer mehr Schallplatten kaufen. Es wird als echter wahrgenommen. Also der Trend geht entweder zum Download oder zum gratis irgendwo runtergeschotterten Internet-File. Ja. Oder zum wertigen Tonträger. Ja. Aber ist das, ich habe immer das Gefühl, es sind nur DJs, die sich das kaufen. Ich glaube immer, Platte macht da keinen Sinn. Nur für jemanden, der irgendwie das so drehen muss. Jeder, der zur Esoterik neigt, kauft wieder Platten. Weil der Sound ist besser. Ah. Ja. Kreisky wird in den Rezensionen als zornige, wütende Band beschrieben. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, wogegen richtet sich diese Wut und dieser Zorn? Naja, das ist auch eine Generationenfrage. Wir sind jetzt alle so zwischen 30 und 35. Das ist ein eigenartiges Alter und eine eigenartige Zeit für Popmusiker. Weil wenn man sich zurückerinnert, ihr habt ja die Möglichkeit, ja, in den 60ern und 70ern war irgendwie so Musik nur ein bisschen so die... Ah, ja, gut. Eine Spitze gegen die Moderatoren. Das muss drin sein, ja? sowas muss immer drin sein. Ja. Ja. Es ist traurig, ja, aber es muss drin sein. Darf sein, muss nicht sein. Ist die Musik dafür kriegt man dann Applaus. Ja, schrecklich. Was ich eigentlich sagen wollte. Ein echtes Arschloch zu bekommen. Ja. In den 60er, 70er Jahren war Musik nur der erste Ausdruck der Jugend oder einer Gegenkultur und das hat sich ja verloren. Also mittlerweile ist es ja nicht so, dass dann irgendwie so... Revolutionen sind in Nordafrika und Musik ist das Trägermedium von dem Ganzen. Es ist Facebook oder sonst irgendwie sowas und durch das hat halt Musik ein bisschen eine impotente Funktion und gegen diese Impotenz oder über diese Impotenz singen wir auch. Fühlst du dich als impotent, also fühlst du dich als Musiker impotent? Im übertragenen Sinne, ja. In meiner Generation ich weiß gar nicht, ist man ja wirklich. Aber das bekannte Lied aus der CD Trouble ist scheiße Schauspieler und da trifft es sich ganz gut mit Matthias Hartmann vielleicht zu sprechen. Wieso werden Schauspieler so ins Zentrum dieses Songs gerückt? Ja, da geht es natürlich so um Grabenkämpfe, die man natürlich kennt. Und es gibt natürlich keine schöneren Grabenkämpfe als die zwischen Nachbarn. Und Schauspieler haben natürlich die Eigenwart, das kennt man sicher vom Bühnenbetrieb, eine gewisse Eitelkeit oder auch sich selbst wichtig nehmen, an den Tag zu legen. Bei Musikern ist es ja so ähnlich und das wird in der Nummer eigentlich aneinander aber gestellt. Ist das nicht auch ein Klischee, weil der schalschwingende, hüstelnde Schauspieler, den gibt es doch heute gar nicht mehr. Ja, genau, es geht ja ums Klischee. Genau. Scheiße Musiker gemacht. Das kommt ja vor. Ach so. Das ist ja drinnen. Also das ist, kennst du das Video? Weil das Video ist sehr zu empfehlen. Wer das Video nicht kennt, weil da auch eine ganze Reihe von Schauspielern mitspielen, die dann halt mit Instrumenten auf der Bühne stehen und von euch angebrüllt werden. Ja, genau. Und es geht immer um beides gleichzeitig. Also auf der einen Seite geht es natürlich um das Klischee und um die Dekonstruktion von dem Ganzen. Auf der anderen Seite aber auch das Losschimpfen drauf. Man hat ja immer meistens beide Seelen in der gleichen Brust. Ne? Ja. Nervt euch das eigentlich schon, dass wir haben eben uns schon mal unterhalten mit auch deinen Kollegen von der Band. Da sind wir drauf gekommen, dass das natürlich in Österreich oft so ist, dass jemand etwas schreibt über eine Band oder über Kabarettist oder auch über ein Stück und ganz viele andere schreiben das ab. Das heißt, immer wenn man über euch was liest, steht da die grantige Band, das sind Grantler. Ja. Ist das nicht irre nervig, dass du ständig irgendwie... Ja, aber einen Love-Song habe ich von Kreisky noch nicht gehört. Ne? Doch, liegt das daran, dass immer... Gibt's schon. Ja, aber das Spannende ist eigentlich dann die Steigerung, weil wir waren zuerst die grantige Band, dann die grantigste Band Österreichs, dann die grantigste Band Europas, dann die grantigste Band der Welt. Jetzt sind wir bei der grantigsten Band des Universums. Aber das ist ja auch gut, weil man hat ein Label, oder? Also das, ja, schon auch.
Klar, ja sicher, das ist ja auch gut und man will ja den Musik an den Mann bringen und die Leute merken sich das dann und es ist ja, wir sind auch, es gibt ja auch grantige Anteile, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt irgendwie so spielen, eben, sondern es gibt ja Sachen, die nerven. Ja. Und um das geht es ja in dem Lied. Die sind natürlich ein bisschen in einen anderen Maßstab gebracht, aber sie stimmen ja. Mhm. Scheiße Schauspieler wäre das theoretisch eigentlich ein ganz guter Theatertitel, oder? Für ein Theaterstück, Scheiße Schauspieler. Bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, weil ja. Ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viele Leute kommen würden, wenn man ja, das ja, wegen der Alliteration schon so. Ja, es ist so, es lässt sich so gut sagen. Wir werden es nachher auch hören, es klingt auch total super, wenn man es singt oder wenn man es schreit. Ihr kennt die Tarife nicht für Titelverwendung oder so, aber das lasst ihr sicher. Oder wollt ihr mal im Burgtheater spielen? Ach, ja, natürlich. Das sind ja Nice im Burgtheater. Jetzt die Frage, wir sind live dabei, ist dieser Mann käuflich? Ja, Moment. Ja, du weißt, das Burgtheater hat auch so Probebühnen und sowas. Das heißt noch nicht, dass du auf der großen Burgtheaterbühne... Nee, im Casino. Wahrscheinlich Casino am Schwarzenbergplatz oder sowas. Mir geht es nur darum, pragmatisiert zu werden. Du möchtest, wenn du stirbst, auch um die Burg getragen werden. Lieber Franz, ihr kommt gerade von einer Deutschland-Tournee zurück. Wie kommt das, das Lied gut in deutschen Landen an? Ja, eigentlich sehr gut, überraschend gut. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Ja? Und es gibt natürlich einzelne Wörter, die aus Dialektgründen nicht verstanden werden. Aber du singst doch komplettes Hochdeutsch. Ja, aber trotzdem gibt es so einige Worte, wie zum Beispiel, habe ich erst jetzt festgestellt, dass man in Deutschland keine Einbahn kennt. Das ist ein Einbahnschild und eine Einbahnstraße. Aber das Wort Einbahn an sich, was ja bei uns jeder auskennt, echt? Wird dann als Zug mit einer Schiene, stimmt, verstanden. Solche Details, ja. Aber es ist auch egal, also mir würde das sowas auch nicht stören. Ich dann Lokomotiv für was Song, ja. Ja. Du hast das ganze Lied eine ganz andere Bedeutung. Was heißt das bei euch? Ach, das ist die Einbahnstraße. Ach, ja, das reicht, ja genau. Der offizielle ÖBB-Song. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt gleich mit deinen Kollegen von Kreisky den Schlusssong spielen wirst. Mhm. Scheiße Schauspieler. Darf ich dich schon langsam auf die Bühne bitten? Ich möchte mich herzlich bedanken für den sympathischen Besuch bei Matthias Hartmann und bei Franz Adrian Wenzel, der jetzt noch, vielen Dank, der jetzt noch mit Kreisky hier konzertieren wird. Du kannst schon rübergehen. In der nächsten Woche, in der letzten Sendung vor der Sommerpause, die 150. wird das sein. Zu Gast Reinhard Jesionek, Thomas Anders. Und ein Herr Fahrenkrog, wir werden sehen. Ja. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank für den Besuch. Ciao, auf Wiedersehen. Hier sind Kreisky. Und dann hören wir leeres Gebrüll. Jemand redet so laut, es versteht die ganze Stadt. Und dazwischen hört sich einer selber gerne lachen. Wir schauen uns an, oh scheiße, Schauspieler. Sie brüllen X Maria Y, war ganz groß im Nathan, in Bochum, an der Burg. In Jugendliebe eines Diktators. Ein ganz lieber Kollege, ein grandioser Mensch, wir sagen scheiße Schauspieler! Und wir fangen an zu rennen! Scheiße Schauspieler! Das muss jetzt wirklich nicht sein! Weg von den Schauspielern gehen wir zu den Musikern. Oh, Musik ist lässig nieder, da ist meistens auch Bier. Doch im Musiklokal spielt dann gar keine Musik. Doch Instrumente sind da und wir wissen sie zu bedienen. Dabei konzentrieren wir uns gar nicht aufs Spielen. Wir schauen uns lieber die Mädchen an. Klaus sagt, die hier verlangt nach der starken Hand eines Schlagzeugers, nicht nach der weichen Hand eines Keyboarders. Und dann hören wir
legeres Gebrüll. Oh scheiße, Schauspieler, die ganze Burg. Oh Schwanz ist Klaus Adolf und die Minich Meier. Die braten sich jetzt unsere Mädchen. Wir sagen scheiße, Schauspieler. Und wir fangen an zu rennen. Scheiße, Schauspieler. Sieht aus, als würde er jeden Moment explodieren. Hoffentlich treffen seine Trümmer die Burgwichser. Au! Oh. Oh. Schauspieler.